Natürlich hört ein junger Mensch auch Musik. Ich weiß nicht, ob er die noch kennt. Damals, 1977, die Dire Straits mit ihrer ersten großen LP. Da war ein Mann dabei, David Knopfler, das ist der Bruder von Mark Knopfler. Der ist damals bei den Dire Straits als Gitarrist gewesen. Dann hat er irgendwann gesagt, ich mache eine große Solokarriere. Das ist ihm gelungen. Und wir sind ganz besonders froh, dass wir ihn heute Abend hier haben. In Hannover, im Landesfunkhaus Niedersachsen, David Knopfler. So many songs about angels. It seems God makes them with his hands. So I guess this mess of falling angels must fit his immortal plans. How every flower should open, how every crippled bird should fly, and a cry of love from the deepest, darkest ocean flies up through his brightest broken skies. And if the holy saints are silent, there's this patron full of souls who've perjured grail for the money, mammon's kingdom and his power, all his pain and glory, yeah, but glory holds a key. And here's this broken heaven, I can't fix this old piano. Seems sometimes like you can't get enough of me. As the hammer hits the key. But if God could make them angels, with only mud and dust and sand, making blood from living water, man, I think I'd understand. It being every flower that opens, and in the first new breath of spring, the birdsong high in the sky, sailing clear across the oceans, some hero's voice in every bell and rings. They say it's God who made the angels. From infinity and sand. But if heaven made the angels, who in hell made man? If God could make angels, if God could make angels, why in hell make man? Vielen Dank. Dankeschön. Thank you. Kinder, musst du mir sagen. Der Hotelbesitzer auf der Reeperbahn, kommt das Halle Rode, wie heißt der? Das ist sein Applaus heute Abend hier in Hannover, David Knopfler. Wir freuen uns.